Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundeskanzler Schröder will an seinem Reformkurs festhalten. In einer Regierungserklärung im Bundestag bewertete er heute die bisherigen Ergebnisse der Agenda 2010 als Erfolg. Die Bürger hätten schmerzhafte Einschnitte akzeptiert. Alle wichtigen Konjunkturdaten zeigten nach oben. CDU-Chefin Merkel warf Schröder vor, er lebe in einer irrealen Welt. Sie forderte seinen Rücktritt. Befreit von der Doppelfunktion als Regierungschef und Parteivorsitzender, trat Gerhard Schröder geradezu staatsmännisch vor die Abgeordneten, um eine positive Bilanz der Reformagenda zu ziehen. Er gestand zwar Fehler im Detail ein, er mahnte die Gegner der Agenda 2010 aber auch, Reform nicht mit Angriff auf die Gerechtigkeit zu verwechseln. Wir haben bewiesen, dass wir bereit sind zur Wahrheit und zur Lösung von Problemen, auch wenn sie schmerzhaft, auch wenn sie kompliziert sind. Und wir haben damit die Blockierer und die Schwarzmaler widerlegt. Einem Reformstopp erteilte der Bundeskanzler eine klare Absage. Stattdessen müsse verstärkt in die Zukunft investiert werden. Schröders neuer Vorschlag an die Opposition: Streichen der Eigenheimzulage und Investition der frei werdenden Milliarden in Bildung und Forschung. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse in unserem Land, der Mehrheitsverhältnisse in der Zweiten Kammer, bitte ich Sie darum, mitzuhelfen, dass wir dieses Geld, das wir dort so nicht mehr brauchen, in Zukunft unseres Landes investieren können, meine Damen und Herren. Dazu weder Ablehnung noch Zustimmung. Stattdessen erwiderte Angela Merkel angriffslustig, Reformwille und Reformfähigkeit der Regierung reichten nicht aus. Merkel will den Regierungswechsel, bis dahin eine konstruktive Opposition. Ich biete Ihnen an, dass wir wo immer möglich im Sinne einer nationalen Kraftanstrengung Strukturreformen anpacken, die notwendig sind. Zentrale außenpolitische Ziele sind für den Bundeskanzler die Stabilisierung des Irak und der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Anders als vor einem Jahr sind sich Opposition und Regierung zumindest in der Außenpolitik näher gekommen. Bei den Ermittlungen zu den Terroranschlägen von Madrid führt offenbar eine Spur nach Deutschland. Einer der gestern in Spanien festgenommenen Marokkaner hat nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios im Rhein-Main-Gebiet gelebt. Er soll sich seit Jahren legal in Deutschland aufgehalten haben, aber den Behörden als gewaltbereiter Extremist bekannt gewesen sein. Nach Informationen der Presseagentur dpa hat Generalbundesanwalt Nehm die Ermittlungen an sich gezogen. Unter dem Eindruck der Terroranschläge von Madrid hat am Abend in Brüssel der traditionelle Frühjahrsgipfel der EU-Staats- und Regierungschefs begonnen. Als Reaktion auf den Terror wollen sie einen intensiveren Informationsaustausch der Nachrichtendienste beschließen. Der Niederländer De Vries soll den neuen Posten eines Antiterrorbeauftragten übernehmen. Auf der Tagesordnung steht auch die geplante europäische Verfassung. Die Sicherheitsmaßnahmen sind noch schärfer als sonst. Der islamische Terror hat seine Auswirkungen auch auf die Inhalte des Gipfels. Gerade deshalb wirkt das äußere Bild auf den ersten Blick irritierend. 3 Monate nach dem gescheiterten Verfassungsgipfel und 2 Wochen nach den Anschlägen von Madrid kommen Europas Staats- und Regierungschefs in erstaunlich gelöster Stimmung nach Brüssel. Gut, euch zu sehen. Ich habe euch so vermisst. Die Ironie des Kanzlers ist unüberhörbar. Und doch, es hat sich viel geändert. Der stets querliegende Spanier Aznar ist abgewählt. Sein polnischer Kollege Miller vollführt gerade die Wende zu konstruktiver Mitarbeit. Und alle zusammen finden offenkundig, dass die Zeiten andere Antworten verlangen als kleinliches Geschacher wie sonst. Europas Aktionsplan gegen den Terror, heute das erste Thema, ist unumstritten. Und am Abend wird der Gipfel auch die gescheiterten Verhandlungen über die europäische Verfassung wieder in Gang bringen. Polen hat die bisher fehlende, aber nötige Kompromissbereitschaft zu Beginn des Gipfels erklärt. Damit sind zwar noch längst nicht alle Steine aus dem Weg geräumt, aber der wichtigste. Der Gipfel hat zwar gerade erst begonnen, aber er könnte in die Geschichte eingehen als ein Treffen, auf dem die EU zu alten Tugenden zurückfand. Nicht ganz ohne Druck. Früher im Kalten Krieg war es der Kommunismus, der den Einigungswillen wenigstens im Grundsatz beförderte. Jetzt könnten der extremistische Islamismus und der aus ihm hervorgehende Terror denselben Effekt haben. Nichts stärkt den Zusammenhalt ebenso wie ein gemeinsamer Feind.
Der britische Premierminister Blair hat heute als erster westlicher Regierungschef seit Jahrzehnten Libyen besucht. Am Stadtrand von Tripolis traf er sich zu einem Gespräch mit Staatschef Gaddafi. Blair lobte den Verzicht Libyens auf Massenvernichtungswaffen. Gaddafi kündigte an, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus mit dem Westen zusammenarbeiten zu wollen. Dieser Händedruck beendet die jahrzehntelange Eiszeit zwischen Großbritannien und Libyen. Mit dem Besuch in Gaddafis Beduinenzelt öffnet der britische Premier dem einst als Terroristenfreund geächteten libyschen Staatschef den Weg zu einer neuen Partnerschaft mit dem Westen. Dies eine Belohnung dafür, dass Gaddafi im Dezember des vergangenen Jahres öffentlich auf Massenvernichtungswaffen verzichtet hatte. Einen Teil seiner Technologie hat er inzwischen den USA übergeben. Mit diesem mit Washington eng abgestimmten Besuch beendet Blair die weltweite Isolation des ölreichen Wüstenstaates. Libyen habe erkannt, dass man gemeinsam mit der restlichen Welt gegen Extremismus und besonders gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida vorgehen muss. Mit jenem Gaddafi also, der zumindest tief verstrickt ist in den Anschlag gegen eine Penem-Maschine über dem schottischen Lockerbie, bei dem 1988 270 Menschen starben. Auch für andere Terroranschläge wurde der Revolutionsführer verantwortlich gemacht. Der neue Partner im Antiterrorkampf ist nicht nur wieder hoffähig, er ist auch geschäftsfähig. Der britisch-niederländische Ölkonzern Shell schloss heute einen millionenschweren Vertrag über die Förderung von libyschem Öl und Erdgas. Die französischen Millionenerpresser haben sich erneut gemeldet. In einem Brief an das Innenministerium schreiben sie, derzeit seien keine weiteren Sprengsätze auf Bahngleisen versteckt. Es gebe so wörtlich organisatorische Probleme. Ihre Geldforderung halten sie aber aufrecht. Die französische Bahn lässt gerade erneut das gesamte Streckennetz absuchen, nachdem gestern eine Bombe bei Troyes an der Strecke Paris-Basel gefunden worden war. Verteidigungsminister Struck will weitere Kürzungen in seinem Ressort nicht hinnehmen. Er lehnt Pläne von Finanzminister Eichel ab, im kommenden Jahr erneut einen dreistelligen Millionenbetrag einzusparen. Als Konsequenz könnten Lücken in der Aufklärung und beim Schutz der Soldaten nicht ausgeschlossen werden. Der Bundeswehrverband gab Struck Rückendeckung und warnte vor einer Vertrauenskrise bei den Soldaten. Wie alle seine Kollegen soll auch Peter Struck kommendes Jahr weniger Geld ausgeben als bisher, denn für das Finanzministerium zählt nicht, dass der Verteidigungshaushalt besonders angespannt ist. Die Grundlage sind die Beschlüsse über die Rentenreform aus dem vergangenen Sommer. Und auch in diesem Jahr für den Haushalt 2005 sind wir gehalten, auch beim Verteidigungsressort zusätzliche Einsparvolumina zu fordern. Der Umbau der Bundeswehr zur Einsatzarmee hängt aber aus Sicht der Union davon ab, wie der Verteidigungsminister ihn finanziell absichert. So bräuchten Soldaten im Auslandseinsatz wie in Afghanistan bessere Kommunikationstechnik. Auch daran müsste notfalls gespart werden. Die Union sieht gefährliche Ausstattungslücken. Ich wünsche es der Bundeswehr, dass er sich durchsetzen kann. Wenn nicht, ist die Reform von Peter Struck zu Ende. Und am Ende, er wird auch selbst politisch dann als Verteidigungsminister am Ende sein. Dann gäbe es auch für die veralteten Aufklärungsflugzeuge der Marine keinen Ersatz. Modernere Maschinen der Niederländer kämen unter Sparzwang zu teuer. Noch ist der Verteidigungsminister aber sicher, dass er sich durchsetzt. Diese Kürzungen wird es mit Sicherheit nicht geben. Aber natürlich würden weitere Einschnitte in dem Verteidigungshaushalt auch Maßnahmen betreffen, die wir dann nicht durchführen können. Struck und Eichel versichern beide, dass sie sich bis Ende Juni einigen. Das wollen sie auch ohne Gerhard Schröder als Schiedsrichter schaffen. Der Streit um die Arbeitszeit im öffentlichen Dienst spitzt sich zu. Die Ministerpräsidenten beschlossen bei ihrer Konferenz in Berlin, den Arbeitszeittarifvertrag für die westdeutschen Länder zu kündigen. Damit kann bei Neueinstellungen ab Mai für Arbeiter und Angestellte eine längere Arbeitszeit vereinbart werden als die bislang geltenden 38,5 Stunden. Beamte müssen schon jetzt 42 Stunden arbeiten. Die Entscheidung der Ministerpräsidenten kam nicht unerwartet. Schon seit Monaten suchten die Länderchefs Wege, ihre Personalausgaben zu kürzen. Weil bestehende Arbeitsverhältnisse aber unter Bestandsschutz stehen, trifft diese Kündigung nur die Neueinstellungen. Sie eröffnet den Ländern die Möglichkeit, für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die bisher geltende Arbeitszeit von 38,5 Stunden in der Woche hinauszugehen. Damit wird auch erreicht, dass das Auseinanderklaffen zwischen den Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst und den Beamten verringert werden kann.
Die meisten Beamten haben bereits eine 42-Stunden-Woche in den alten Bundesländern. Im Osten will man die Arbeitszeit dagegen nicht verlängern. Es wird eher an Kürzung von Arbeitszeit und Gehalt gedacht. Doch dafür benötigt man Verhandlungsbereitschaft der Gewerkschaft. Und die ist nun verärgert. Das heißt, dass wir den Verhandlungsprozess für die Neugestaltung des Tarifrechts aller Voraussicht nach ohne die Länder fortsetzen werden. Auch von Seiten der Bundesregierung gab es Kritik an der Entscheidung der Länderchefs. Im Prozess um die Millionenprämien bei der Mannesmann-Übernahme hat der frühere Vodafone-Chef Cenk die angeklagten Manager entlastet. Er sagte als Zeuge vor dem Düsseldorfer Landgericht aus, die Zahlungen seien erst beschlossen worden, als die Übernahme schon besiegelt war. Mannesmann-Chef Esser sei nicht käuflich gewesen, sondern habe bis zuletzt für die Eigenständigkeit des Konzerns gekämpft. Es klang heute so, als wolle Sir Chris Gent seinen früheren Rivalen Klaus Esser auch in den Adelsstand erheben. Ehrenhaft, ethisch unbedenklich, immer an seine Mitarbeiter denkend, Gent fand nur ritterliches Lob für den früheren Mannesmann-Chef. Ich glaube auch, dass viele, wenn sie ehrlich sind, es auch immer so gewusst haben. Es ist gut, dass es noch einmal, wie schon so oft, heute noch einmal von einem gesagt worden ist, der dabei ist. Zweifelsfrei bestätigte der Brite, Geld habe Esser nie verlangt, sehr wohl aber einen Führungsposten im neuen Unternehmen, was Esser bislang stets bestritten hatte. Diese Forderung sei aber erst gekommen, nachdem klar war, Vodafone wird Mannesmann schlucken. Gents Aussage beruhigend auch für die anderen Angeklagten. Es ist ja nicht nur das endgültige Aus aller Käuflichkeitsfantasien gewesen, an denen ja ohnehin nie etwas dran war, sondern es hat sich eben zum wiederholten Mal bestätigt, dass nicht Geschenke verteilt worden, sondern nachträglich bedeutende Leistungen honoriert worden sind. Klingt eindeutig, doch die Anklage lautete nie auf Käuflichkeit, sondern stets auf Untreue. Und ob sich die Angeklagten durch die Zahlung von Millionenprämien in diesem Punkt schuldig gemacht haben, die Frage konnte auch der Gast aus England nicht eindeutig klären. Bundesfinanzminister Eichel hat die Pläne für eine Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge wie Zinsen und Dividenden gestoppt. Nach Angaben des Ministeriums bestehen für eine Reform nicht die erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten. Die angestrebte Pauschalsteuer von 25% sollte eigentlich zeitnah mit der Amnestie für Steuerflüchtlinge eingeführt werden. Nun hätten Berechnungen ergeben, dass hauptsächlich Vermögende begünstigt würden. Auftakt der diesjährigen Leipziger Buchmesse. Zahlreiche Besucher drängten sich schon am Morgen an den Ständen der mehr als 2000 Aussteller und Verlage aus 30 Ländern. Ein Hauptthema in diesem Jahr ist die Reiseliteratur. Zum Frühlingsfest der Bücher erwarten die Veranstalter erstmals eine sechsstellige Besucherzahl. Zur Stunde wird der Deutsche Bücherpreis verliehen. Eine Auszeichnung ging an den nicht anwesenden US-Autoren Michael Moore. In Deutschland machen immer mehr Schüler Abitur. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, erwarben im Jahr 2003 365.300 Menschen die Hochschul- oder Fachhochschulreife, 1% mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Anteil an der gleichaltrigen Bevölkerung von 38,9%. Frauen waren mit 52,8% in der Mehrheit. Bis zum Jahr 2008 soll die Abiturientenzahl weiter steigen. Die Ministerpräsidenten der Länder streben nun offenbar doch eine Anhebung der Rundfunkgebühr zum 1. Januar 2005 an. Nach der Sitzung in Berlin sagte Bayerns Regierungschef Stoiber, eine Anhebung zu diesem Zeitpunkt sei möglich. Sie werde aber geringer ausfallen als von der zuständigen Kommission vorgeschlagen. Sein rheinland-pfälzischer Amtskollege Beck sagte, es werde eine angemessene Erhöhung geben. In den Ruinen des antiken Olympia wurde heute das olympische Feuer entzündet. Vor mehr als 18.000 Zuschauern wurde die Fackel dem ersten von insgesamt 7.700 Läufern übergeben. In diesem Jahr wird das Feuer erstmals über alle 5 Kontinente getragen. Zum Beginn der Sommerspiele am 13. August wird das olympische Feuer wieder in Athen sein. Starke Schneefälle haben in Bayern und im Süden Sachsens für ein Verkehrschaos gesorgt. Die Polizei zählte allein in Bayern mehr als 100 Unfälle und selbst in München mussten die Biergärten trotz Frühlingsanfang geschlossen bleiben. Auf den Bergen wie hier auf der Zugspitze fiel bis zu 1 Meter Schnee. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 26. März. Das Tief, das für kräftige Schneefälle im Süden und Osten Bayerns gesorgt hat, zieht weiter nach Osteuropa. Es hört langsam auf zu schneien. Über Osteuropa herrscht nach wie vor tiefer, im Westen hoher Luftdruck. Die Folge: eine nördliche Luftströmung, die kalte Luft zu uns bringt.
Heute Nacht und auch tagsüber noch Schneeschauer im Erzgebirge und an den Alpen. Im Nordwesten bildet sich mitunter Nebel. Morgen dann mal Sonne, mal Wolken. Im Norden und Nordosten fällt der ein oder andere Regenschauer. Im Osten weht zunächst noch ein böiger, sonst schwacher Wind aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht liegen die Temperaturen wieder um den Gefrierpunkt, am Meer ist es etwas milder. Morgen ähnlich kühle Temperaturen wie heute, im Allgäu 2 Grad, am Oberrhein bis 9 Grad. Die Aussichten. Am Samstag ist es meist trocken, gegen Abend kommt im Nordwesten etwas Regen auf, am Sonntag kaum Regen, mal Sonne, mal Wolken, am Montag freundliches Wetter und wieder milder. Auf der Zugspitze liegen inzwischen 4,60 Meter Schnee. Günstiges Wetter also für die Wintersportler, insbesondere in den Alpen nach den kräftigen Schneefällen. Ab Sonntag dann noch Sonne im alpinen Bereich. Am Montag liegt die Frostgrenze bereits bei etwa 1600 Metern, Tendenz steigend. Aber Vorsicht, stellenweise erhebliche Lawinengefahr.